wie war der erste Lockdown für dich? Wir wünschen uns nicht die Entschädigungen, wir möchten unser Geld selber verdienen. Bis jetzt hat man ja das ganze Spiel mitgemacht. Man war folgsam, man hat das so gut wie möglich mitgetragen. Im Moment ist eine Situation, dass alle so weit sind, dass sie Geister gar nicht mittragen können. Die Situation, die kennen wir. Die brauchen wir nicht 100-mal zu hören. Wir wissen, wo wir stehen. Wir brauchen Lösungen zum Schauen, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Man kämpft da um Beträge, die einem zustehen. Also nicht nur für die Gastronomie, aber es ist für jeden Menschen nicht mehr erklärbar, was überhaupt abgeht. Hast du Angst vor Corona? Nein. Die Abstandsregeln, wo eingehalten werden mussten, und die Vorschriften, die das beinhalten, hat der Gastronomie sehr viel Geld gekostet. Und dann hieß es einfach, zack, im Winter, jetzt ist mal geschlossen, damit wir Weihnachten retten können. Hallo zusammen zu einem Am Tisch mit Horst Salut. Horst ist, wie heißt schon wieder? Präsident von Gastrokur und Region. Präsident Gastrokur und Region. Und Region. Das heißt, du hast so ziemlich den Überblick. Ja, soweit man den Überblick überhaupt noch kann haben. Genau. Wir führen das Interview, damit die deutschsprachige Region alle das verstehen und wichtig auch im Tessin und in der Romandie, dass es möglichst verstanden wird. Horst, seit vielen Jahren Wirt, ich habe dich in Erinnerung, genau gleich wie jetzt, einfach schwarzer Bart, ja, aber eigentlich immer noch gleich. Seit wie lange bist du in der Gastronomie tätig? Also in der Gastronomie tätig bin ich über 60 Jahre. Über 60 Jahre? Dann bist du jetzt knapp 70. Ja, knapp. Okay, also vor etwa einem Jahr ging das ganze Corona los, da hieß es von heute auf morgen geschlossen. In den Skigebieten, überall, ab jetzt ist Corona, es kam von Italien, zack, und schon geht's los. Wie war der erste Lockdown für dich? Also der erste Lockdown gilt eigentlich nicht nur für mich, sondern für unsere Branche, wie viele andere Branchen auch. Und das Ganze kam überraschend und vor allem sehr schnell. Wir hatten also keinen Vorlauf mit unseren Vorräten irgendetwas noch anzufangen. Man musste schauen, was man noch retten konnte, denn es passierte praktisch von halben Tag auf den anderen. Ich kann mich erinnern. Die Zeit, wo wir zum Schließen hatten, war genau um 12 Uhr mittags angezeigt, was eigentlich illusorisch ist. Ja. Ich kann mich erinnern, da war die Fasnacht in Chur, da war alles noch tiptop, alle waren unterwegs und eine Woche später war sie in einem anderen Dorf und da mittendrin hieß es geschlossen, ab jetzt ist Lockdown, 500er Fasnacht findet nicht mehr statt. Aber Chur war noch, da kann ich mich so gut erinnern, weil es gibt viele, die waren an der Fasnacht und dann sind sie Risikopatienten und man durfte sie nicht mehr besuchen. Oder? Ja. Und das war von ein Schlag auf den anderen. Ein Schlag auf den anderen, ja. Die Zeit, das war dann, man kann mich gut erinnern, ich hatte das Gefühl, ja, man macht jetzt in den Skigebieten, die Zwischensaison, macht man mal mit so einem Lockdown. Hat natürlich hier nichts mit Zwischensaison zu tun, aber das war ja bis etwa Anfangs Mitte Juni. So, es ging also vom 15. März bis 15. Mai. Mai. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war, dass ein Tag schöner war als der andere, bis wir wieder geöffnet haben. Genau. Und dann? Man spaziert jeden Tag über eine Terrasse, die mit 200 Personen besetzt wäre. Wäre. Ja. Dann ging das Ganze los. Im Sommer gab es Lockerungen. Zuerst mal, ja, kann man wieder aufmachen. Dann kam das Ganze, also zu dem Zeitpunkt dieses Jahr noch, kann mich gut erinnern, Masken bringen nichts, das muss dem medizinischen Personal überlassen werden, Viren sind zu klein für die Masken etc. pp. Und dann ging es los, dann kamen so die, wie sagt man denn, die Vorschriften wurden fortwährend erarbeitet und verstärkt. Schlussendlich war es so, dass man, glaube ich, mit einer Maske ins Restaurant rein absitzen, dann die Maske ausziehen. Und wenn man zum Beispiel auf die Toilette muss, musste man sie wieder anziehen. Ja, das ging also bis im Herbst, ging es eigentlich ohne. Also bei uns im Betrieb gingen wir so folgendermaßen vor, wir haben einfach die Kontrolle über das Fiebermessen gemacht, haben lange Zeit ohne Maske gearbeitet, bis dann die Vorschrift kam im Herbst, man müsse mit Maske arbeiten. Die Abstandsregeln, wo eingehalten werden mussten und die Vorschriften, die das beinhalten, hat der Gastronomie sehr viel Geld gekostet. Und
darum ist es nicht ganz verständlich, warum wir dann trotzdem wieder schließen mussten. Das ist für uns einfach nicht nachvollziehbar. Und was noch viel schlimmer ist, wenn man sieht, dass ich mag es jedem Kunden, der ein Hotel hat, wo es das Hotel mit Hotelgästen betreiben kann, aber wenn man jetzt in ein Skigebiet geht und sieht, dass ein Hotelbetrieb seine Gäste bewirten kann, er kann sie sogar auf der Terrasse bewirten, oder? Mhm. Aber nur seine Hotelgäste, also das Virus ist ganz ein intelligentes Geschöpf. Ja. Das weiß genau, wenn einer von der Straße reinkommt, das ist ein Ansteckender. Hingegen, wenn 500 Hotelgäste im Betrieb sind, die dürfen bewirtet werden, sogar auf der Terrasse. Und da geht die Rechnung nicht mehr auf, da stimmt es irgendwo nicht mehr. Und das Ganze passiert noch und noch. Sie können eine Sitzung haben, eine Eigentümersitzung mit 3 Personen, die wird unterbunden, das geht nicht. Aber eine Bausitzung mit 12 Personen, da wird nichts unternommen. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass die Läden wieder schneller aufgehen, vor allem Kaufhäuser und Einkaufszentren, wo Ballungen entstehen. Und bei uns, wo die 4-Regel gilt und auch eingehalten wird, auch mit Schutzkonzepten, mit verschiedenen Abtrennwänden, da soll das nicht funktionieren. Man sieht jetzt zum Beispiel auf der Terrasse, alle öffentlichen Bänke sind während der Mittagszeit besetzt. Sie sitzen wie die Hühner auf dieser Leiter. Und nebenzu hast du ein Restaurant mit Schutzkonzept, mit 4,5 Meter Abstand, mit 4 Sitzplätzen bewilligt. Das geht nicht. Das stimmt doch irgendwie, das ist eine reine Willkür, so interpretiert ist. Genau. Also das Verhältnis stimmt im Kompletten schon gar nicht. Überhaupt nicht. Was mir aufgefallen ist, viele Menschen, die am Anfang noch Angst vor Corona hatten, sagen unterdessen, das ist nicht plausibel, die ganzen Regeln und wie sagt man dem, das Konzept da, ihr müsst für Konzepte, Trennwände investieren, die einen weniger, die anderen haben sogar Lüftungen eingebaut und so. Und dann hieß es einfach, zack, im Winter, jetzt ist mal geschlossen, damit wir Weihnachten retten können, habe ich das richtig in Erinnerung. Ja. Wurde Weihnachten gerettet? Nein, im Gegenteil. Oder? Das Weihnachtsgeschäft haben wir bei uns im Kanton sowieso, da haben wir nur 14 Tage früher zugemacht, als was vom Bundesrat hergekam. Und dadurch ist das Weihnachtsgeschäft natürlich komplett ruiniert gewesen und überhaupt die ganze Wintersaison. Meine, wir haben bei uns in der Stadt haben wir einen Christkindlmarkt, wir haben einen Weihnachtsmarkt. Das hat alles nicht stattgefunden aufgrund dieser Maßnahme mit 14 Tagen noch früher zu machen. Und da stimmt es irgendwo nicht. Man muss ja nicht negativ denken, dass dieser Virus irgendwo entstanden ist, also künstlich entstanden ist. Das sagen wir nicht, weil das ist auf YouTube. Das Virus soll entstanden worden sein, wo es ist. Aber es ist seltsam, wo es sich überall umbewegt und so weiter. Ja, zur gleichen Zeit. Oder? Genau. Also, man muss ja kein Virologe sein. Also ich glaube, da muss jeder Virologe sich selber mal hinterfragen, wie ist es möglich, dass so ein Virus einen Bestand hat, dass er zur gleichen Zeit, ob kalt oder warme Temperaturen in meinem Kontinent sind, nicht irgendwo an die Wand fällt. Also der ist resistenter als jeglicher Natur. Ja, ich weiß. Natur daherkommender Virus. Ich kann mich noch gut erinnern, im Frühjahr, da hieß es ja, im Sommer mit den warmen Temperaturen, da können die Viren nicht überleben. Und plötzlich hieß es ja, die Viren können auf Tischflächen überleben. Und also, was ich jetzt gerade gestern irgendwo gesehen habe, ja, der Pollenflug, der jetzt im Frühjahr kommt, da kommt der Virus auch mit. Also der Virus ist überall unterwegs, aber nicht immer, wie sagt man denn, gleich. Manchmal, auf der Straße ist es kein Problem, wenn man auf der Bank sitzt, ja. Da geht der Pollenflug vielleicht also vorbei. Ist der Virus, der kann ganz genau unterscheiden, wo er angreifen kann und nicht. Es ist einfach so, das ganze Verhältnis stimmt nicht und das ist natürlich schwierig für die Gastronomie. Also nicht nur für die Gastronomie, aber es ist für jeden Menschen nicht mehr erklärbar, was überhaupt abgeht. Ich habe eine Frage. Hast du Angst vor Corona? Nein. Man kann in so vielem sterben. Es klingt vielleicht makaber, aber ich denke immer so, unser Ablaufdatum ist bestimmt, wenn wir auf die Welt kommen. Ja. Und ob das ein Herzinfarkt oder ein Flugzeugabsturz ist. Das ist. Oder ein Virus. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und die Frage ist einfach, was könnte der Grund sein, dass ihr als erstes schließen und als letztes aufmachen dürfen, trotz der Einhaltung der Vorschriften? Ja, das ist eine gute Frage, denn nach diesem Grund suchen wir heute noch.
Es ist einfach nicht nachvollziehbar aufgrund der Vorschriften, die wir bekommen haben und das, wo auch alles umgesetzt worden ist. Wenn wir denken, was wir für Ausgaben hatten, also es gibt Betriebe, die wesentlich große Ausgaben gemacht haben, damit sie ihren Betrieb können aufrechterhalten, und trotzdem sind wir wieder diejenigen gewesen, die als Erste zumachen und wieder die Letzten, die aufmachen dürfen. Es lässt sich einfach nicht erklären und für das gibt es eigentlich keinen Grund. Der Bundesrat und Regierung hat diverse Mal gesagt, dass im Allgemeinen Zahlungen geleistet wird, das heißt Unterstützung in Form entweder von Krediten oder wie auch immer. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Kriegen die Wirte vom, ich sage jetzt mal, vom Bund Zahlungen jeden Monat, damit die überleben können? Oder wie funktioniert das? Also nach dem ersten Lockdown war es so, dass wir ein Darlehen beantragen konnten. Das ging sehr schnell. Da konnte man anhand von den Zahlen, die man ausweisen kann, wie der Betrieb läuft und was er abwirft, da hat man dann das Geld eigentlich bekommen. Aber das ist ein Darlehen, das rückzahlbar ist. Also? Für die, die es noch können. Für die, die es noch können. Das heißt nicht, es ist geschenkt, sondern ein Kredit ohne Zinsen. Darlehen ohne Zinsen. Genau. Und dann kam der zweite Lockdown. Beim zweiten Lockdown ist es wesentlich schwieriger. Wir haben, was zu sagen ist vielleicht, dass wir die Kurzarbeiterentschädigung für die Mitarbeiter bekommen. Das hat relativ gut funktioniert. Beim zweiten Lockdown war dann wieder eine Vorschrift, dass 10 Tage vor Ablauf eines Monats musst du dich anmelden, sonst hast du 10 Tage Karenz. Also es wird überall versucht, etwas zurückzubehalten. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass Mitarbeiter 80% überwiesen wird, also uns. Wir zahlen dann die Mitarbeiter wieder raus. Und der Mitarbeiter aber den Betrag von AHV, BVG, Versicherung und das alles, was am Brutto-Bruttolohn noch dranhängt, auf 100% gerechnet wird. Und somit bezahlt auch der Arbeitgeber aufgrund des 100%-Lohnes, wo ein Mitarbeiter im Betrieb bekommt, bezahlt er diesen Teil auch noch dazu selber. Das heißt, der Unternehmer zahlt zusätzlich die 20%, die fehlen. Auf die bezahlt er auch noch Sozialabgaben. Ja. Von wo holt man das Geld, wenn man keine Darlehen, zinslosen Darlehen mehr bekommt? Man ist jetzt daran mit dem Härtefall, mit der Härtefallregel. Und die Härtefallregel ist halt von Kanton zu Kanton verschieden. Man kämpft da um Beträge, die einem zustehen. Weil der Bundesrat in den Sitzungen, die sie haben, ganz großartig gesagt hat, es sind so viele Milliarden, werden da verteilt, dass die Härtefälle oder das Manko in jedem Betrieb kann aufgefangen werden, aber da heißt es gewaltig mit der Umsetzung. Und die Umsetzung, wir sind jetzt, haben das ja alles ausgerechnet, das ist auch von Gastro Suisse aus, und das kann im Prinzip jeder Betrieb auch selber hochrechnen, was seine Fixkosten sind. Und die Fixkosten, nebst dem, dass man noch den Zins bezahlt, sind 30% Fixkosten. Das ist der Strom, also, der Strom, der Anteil am Personal. Um es bildlich darzustellen, ich sage jetzt einfach kleiner Betrag, 10.000 Franken Umsatz im Monat, 30%, 3.000 sind Fixkosten, aber da ist der Mietzins vom Lokal noch nicht drin. Das wären dann noch, sagen wir einfach 1.000. Ja. Und zu den Fixkosten, da gehört jetzt mal in erster Linie das Personal dazu. Strom, Personal. Personal gehört nicht dazu. Nein, bei Fixkosten ist vor allem einmal der Strom. Der Anteil Versicherung am Mitarbeiter, wo man bezahlt, der Anteil vom Brutto-Brutto-Lohn, wo der Arbeitgeber bezahlen muss. Das sind Fixkosten, vor allem der Strom und der ganze Unterhalt, wo trotzdem weiterläuft, man kann ja nicht alles abstellen. Und zudem muss man natürlich auch schauen, das ist vielleicht ein Tipp für viele, dass er hier und da aufgrund der langen Zeit, die zu ist, dass er hier und da mindestens einmal pro Woche durch den Betrieb läuft, seine Geräte in Betrieb nimmt, weil wenn nach 3 Monaten er wieder zurückkommt und nie etwas gemacht hat, dann hat er noch Standschäden, das geht dann in die Tausend. Das heißt, Kaffeemaschine, wo ein paar Tausend, das sind natürlich teure Geräte, ein paar Tausend gekostet hat, die sind dann unter Umständen kaputt durch Standschäden. Durch Standschäden, ja. Ja. Wie siehst du das, wo ist die Gastronomie in einem halben Jahr, wenn es so weitergeht? Also im Prinzip ist es so, dass die Betriebe, die keine Reserven haben, das gibt sehr viele Betriebe, weil die Marge in der Gastronomie, also in der reinen Gastronomie, nicht Hotelbetriebe, die reine Gastronomie rechnet mit einem Nettogewinn von 2%. Jetzt kann man sich selber ausrechnen, wie viel das pro Jahr abwirft. Und das sind leider viele Kleinbetriebe, Kleinstbetriebe,
die eine soziale Aufgabe erfüllen, vor allem in den Agglomerationen, da sind für die Leute, dass sie eine Unterhaltung haben und dass sie sich irgendwo mal abseilen können vom Alltag. Und genau diese Betriebe, die werden uns dann fehlen, weil die werden in Konkurs gehen, weil sie keine dementsprechende Reserve anhäufen konnten. Und Betriebe, auch die Kleinstbetriebe, wie auch wir jetzt zum Beispiel, haben keine Pensionskasse, weil man hat immer viel Geld investiert und geschaut, dass die Arbeitsplätze für Mitarbeiter dementsprechend so gut sind, dass sie mit Freude auch zur Arbeit kommen und ihre Arbeit auch erleichtert wird mit den Investitionen. Und wenn jetzt da noch etwas vorgeblieben ist, dass man jetzt kann sagen, jetzt ist eine Reserve da, wo man kann sagen, das wäre eigentlich unsere Pensionskasse. Also, von dieser zählt man jetzt und muss sie praktisch in Betrieb einschießen, damit man den Betrieb nicht verliert und nicht Kündigungen aussprechen muss. Wie du vorher gesagt hast, bist du eigentlich schon einige Jahre in der Gastronomie, wärst eigentlich schon eigentlich im wohlverdienten Ruhestand und hast dir da das, ich sag mal, Spaß gemacht, hast gesagt, ich mache ein bisschen länger, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Ja, das war aber auch aufgrund der Situation, dass die finanziellen Mittel zum Aufhören einfach noch nicht reichten. Also wenn ich mir das vorstelle, du machst das so lange und also ich weiß aus Erfahrung, das ist nicht das erste Lokal und du hast da deine Erfahrung und du sagst einfach, du musst noch ein bisschen weitermachen, damit du mit gutem Gewissen in den Ruhestand gehen kannst. Was macht denn jemand, der, ich sage jetzt mal, letztes Jahr, vorletztes Jahr frisch angefangen hat zu wirten? Was hat der für Chancen? Denn seine Chancen sind sehr, sehr klein. Der wird also auch aufgrund von dem Ergebnis, was er im ersten und zweiten Jahr auch aufgrund von der Investitionen, die er selber gemacht hat, sein Geld sogar da hineingesteckt hat, der wird es sehr schwer haben. Und das sind genau die Betriebe, die man unbedingt retten sollte. Ich glaube kaum, dass man sich in Zukunft nur noch in Großgastronomien. In Großgastronomien oder in DKW-Gastronomie sich verpflegen will. Ich glaube kaum, dass das der Sinn ist. Bei der Großgastronomie ist es im Prinzip, sieht auch so aus, dass man die Kleinen wieder an die Wand drücken will. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich nach Chur gekommen bin, im 67, hat es x kleine Osego-Laden gegeben, Volk, ja. Aldi und Alida und X. Die Tante Emma-Läden, so die kleinen Läden, auch die kleinen Metzgereien, die wurden aufgrund der Grossisten und vor allem der großen Kaufhäuser so kaputt gemacht mit den Preisen, damit dass sie aufhören müssten. Das Gleiche passiert da jetzt eigentlich bei der Gastronomie dasselbe. Man unterstützt nur die Großen oder mehrheitlich die ganz Großen. Und das finde ich eigentlich auch schade, weil, wie gesagt, wie ich schon anfangs gesagt habe, es fehlen nachher die kleinen Betriebe, wo eine soziale Aufgabe mit sich bringen. Wo ein Wirte-Ehepaar vielleicht alleine den Betrieb aufrechterhaltet, indem dass der Mann oder die Frau sogar eine 100% Stelle auswärts annimmt und das nebenbei als und nicht als Unterhaltung ihre Arbeit zur Verfügung stehen und ihre Freizeit dann zur Verfügung stehen, damit andere Leute sich treffen können und gewisse Probleme vielleicht sogar an dem Tisch lösen. Ja, ich kenne das auch. Man geht auch eigentlich einmal einfach schnell zu einem Feierabendbier. Man muss ja nicht immer gerade was essen, aber bei dir gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit auch zu essen, auswärts essen. Was ich nicht verstehe ist, egal ob Polizist oder Politiker oder wer auch immer, irgendwann hat doch jemand, jedermann Feierabend, dann ist er nicht mehr Polizist, Politiker, was auch immer, und möchte doch gerne auch zu einem Feierabendbier gehen oder einmal mit der Familie essen und nicht nur gerade schnell einen Fastfood-Hamburger beim Takeaway abholen. Warum denkst du, machen die Menschen das so mit? Es geht ja nicht nur allgemein, sondern auch, ich sage jetzt auch, beispielsweise Polizei. Das sind auch Familienväter. Da fehlt doch was. Ganz bestimmt, das ist das, was ich ja sage, oder? Dass der soziale Kontakt etwas vom Wichtigsten ist, was der Mensch eigentlich braucht. Ich sage immer zum Beispiel auch, derjenige, der es erfunden hat, dass am Mittag nur um 12 Uhr zum Mittag essen kann, den sollte man heute noch aufhalten. Und durch die ganze Arbeitsprozesse, der Neuzeit, dass die Bürozeit am 5 Uhr schon fertig sein kann und so weiter. Für das Wichtigste, was der Mensch eigentlich brauchte, wäre Ruhe und in Ruhe essen. Wir fragen uns alle, wieso haben wir so viele Kranke?
weil wir einfach in einer Hektik hineingedrängt worden sind und es wird in das Essen, das muss in einer Viertelstunde schon passiert sein, weil ich muss ja ins Büro, sonst kann ich nicht um 5 Uhr nach Hause. Ich kann mir vorstellen, du hast am Mittag um 12 sitzen alle da, um 15 nach 12 muss es da sein und um 1:15 muss bezahlt werden, weil jetzt muss, um 1 muss ich schon wieder da sein. Ja, das läuft sonst so. Kann ich um 5 Uhr nicht nach Hause. Genau. Was braucht es, damit die Gastronomie, und zwar die Kleinen, jetzt nicht die Großen, sondern die Kleinen überleben können? Das heißt, was muss sofort passieren? Also sofort, das hätte schon längst passieren sollen. Ich meine, jede Gemeinde hatte ihre Gemeindepräsidenten und ihre Vorstand und in jeder Gemeinde, auch in der Stadt, sieht man doch und kennt doch die Leute. Also da müsste man wirklich hingehen und eine sofortige Lösung präsentieren. Und wenn sie auch als Akonto mal geleistet wird, aber dass der kann überleben, dass er die Minimums, die laufende Rechnung, die er hat, bezahlen kann, weil sonst haben wir dann noch, gibt es noch einen Flurschaden in den Zulieferbereichen auch noch. Das ist das Nächste, was ich fragen wollte. Es gibt die Möglichkeit von einigen, ich sage jetzt mal von einigen Wirten, die haben sich verständigt mit dem Vermieter, ja, als es schlechter lief, bezahlen nur noch die Hälfte. Aber momentan denke ich mal, die Hälfte von einem Mietzins von einem Lokal ist immer noch sehr viel. Wenn jetzt die Wirte, die Lokale keine Miete mehr bezahlen können, hat das ja auch Folgen für die Besitzer des Lokals. Das ist das eine, das ist der nächste Schritt, der geht. Jetzt haben wir, du beziehst deine Getränke von Brauereien, Getränkelieferanten, Hersteller, was auch immer, oder deine Esswaren von, ich sage jetzt mal, Großeinkäufer, die werden ja auch merken, dass da nichts mehr geht oder nur noch viel weniger, oder sehe ich das falsch? Die merken, insofern ist es sogar interessant zu beobachten, dass auch die plötzlich sich reagieren und sagen, uns fehlt so und so viel vom Umsatz. Wissen Sie, von wo der Umsatz fehlt, oder? Sie wissen, Sie haben wohl einen größeren Absatz in den Kaufhäusern und in den Läden, aber Sie merken jetzt, dass die Gastronomie doch ein wesentlicher Grundpfeiler ist, dass Sie zu den Umsätzen, die Sie früher gehabt haben, kommen. Und das führt dann natürlich da auch wieder irgendwo zu Personalabbau und mehr Arbeitslosen, oder? Das ist so. Wie sieht das aus? Ich möchte noch mal fragen, ich sage jetzt mal die Zahlungen, die ihr bekommt für das Personal, Zwischenverdienst. Wie funktioniert das? In dem Augenblick, ich sage jetzt mal, vom Januar bekommt ihr das relativ schnell oder müsst ihr viel in Vorleistung gehen? Das ist jetzt im April bekommt. Also das ist jetzt, die Vorleistung ist ungefähr 3-4 Wochen. Das geht noch relativ. 3-4 Wochen, wenn man es hat. Wenn man es hat, ja. Ansonsten ist es auch wieder viel Geld. Ja. Ja, und dann ist es doch der Unternehmer selber. Wenn du eine Einzelfirma bist, du kannst wohl die Steuern kumuliert bezahlen. Ja. Du bezahlst die AHV kumuliert. Und der Bestandteil, wo der Besitzer, also der Vermieter, also wie wir jetzt sind, bekommt dann nur eine Person die Rechtsprechung, dass er das Geld bekommt. Bekommt dann nur ein Teil. Ah ja? Ja. Also, wir sind jetzt ein Ehepaar. Ja. Oder? Wir bezahlen kumuliert. Ja. Die Steuern, die AHV, alles was drum und dran ist. Und wenn es darum geht, wir bezahlen ja vom ganzen Einkommen das. Ja. Bekommt nur ein Teil vom Ehepartner das Geld. Also zum bildlich darstellen, ihr verdient zusammen 10.000, für das versteuert ihr, ja. Aber wenn es darauf ankommt, dass ihr etwas bekommt, kriegt ihr nur 5. Vom Beitrag von 5. Genau, der andere, das Ehepaar, fertig, zeitig. Ja, genau. Das hört sich in den Pressekonferenzen vom Bund ein bisschen besser an, ha? Ja. Es ist auch, es ist einfach unvorstellbar, dass man keine Einigung finden. Das ist im Prinzip, ich habe letztens in die Arena geschaut, ja, da muss den Fernseher zum Fenster rausschmeißen. Da gibt es ein Parteigeplänkel und keine Lösungen. Ja. Jeder möchte etwas für sich beanspruchen, anstatt eine Lösung zusammensuchen und präsentieren. Und die Situation, die kennen wir. Die brauchen wir nicht 100-mal zu hören. Wir wissen, wo wir stehen. Wir brauchen Lösungen zum Schauen, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Grundsätzlich eine Frage.
Stell dir mal vor, ab morgen heißt es, Corona ist keine Gefahr mehr, macht auf. Was würde sich ändern im Negativen? Hätten wir sehr viele Erkrankte, wie auch immer, also du weißt, wie ich meine. Ja, wenn jetzt einfach sagt, also, wir müssen natürlich sehen, jetzt, bis jetzt hat man ja das ganze Spiel mitgemacht. Mhm. Man war folgsam, man hat das so gut wie möglich mitgetragen. Im Moment ist eine Situation, dass alle so weit sind, dass sie Geister gar nicht mittragen können. Die werden dermaßen auf etwas zugelassen und die Belastbarkeit wird immer größer. Ich kenne es von meinen Mitarbeitern, wir rufen alle zwei Tage, haben wir Kontakt mit unseren Mitarbeitern und schauen, wie es ihnen geht. Die können mal nicht mehr. Es fehlt ihnen der tägliche Ablauf, etwas zu tun, ja, zu arbeiten. Und oder wir wünschen uns nicht die Entschädigungen, wir möchten unser Geld selber verdienen. Das ist der springende Punkt, das wollte ich wissen, weil ich habe schon mitbekommen, dass der Vorwurf da ist, ja, wenn die Wirte das Geld bekommen, wenn ihr 100% bekommt, dann ist alles okay. Aber das ist ja nicht der Sinn und der Zweck, weil ihr wollt ja euren Beruf ausüben. Ja. Oder? Verstehe ich das richtig? Das ist hundertprozentig so. Die Entschädigung ist im Moment im Raum, dass man das, was man jetzt als Verlust hat, dass man das auffangen kann. Es ist ja keine Entschädigung zum sich bereichern. Im Gegenteil, wir brauchen ja von unseren Reserven, die wir haben, stecken wir heute noch Geld in die Betriebe. Insofern ist es also im Prinzip, wir sind im Prinzip heute so weit, dass wir mithelfen dem Staat, diese Situation auch finanziell zu überstehen. Wahnsinnig. Ich musste lachen, musste mir vorstellen, ein Freund von mir, der hat sich gefragt, ja, was gibt das, ich weiß auch nicht, südafrikanische Mutation, oder? Und er kennt jemanden in Südafrika und der hat angerufen und gesagt, du, was ist da bei euch los? Und weißt du, was hat er gesagt? Nicht. Von was redest du? Also, ja, ja. Man weiß nicht, von wo aus Südafrika das kommt, aber es gibt jetzt Mutationen und die kreuzen sich noch und das ist alles so irgendwie. Meine jede Grippe hat eine Mutation. Jedes Jahr haben wir eine Grippe-Mutation. Es war mal eine Grippe, aber das ist so erkannt als Grippe. Und jetzt haben wir die Mutation, die jedes Jahr kommt. Dieses Jahr haben wir keine, ne? Das ist ja schön. Die wurde ausgerottet. Die gibt es nicht mehr. Und so wie jetzt das Ganze interpretiert wird, die englische Mutation oder die afrikanische oder brasilianische, wenn das noch vielleicht zwei, drei Monate geht, hat jeder Kanton seine eigene Mutation. Könnte man als Marketing-Gag brauchen, kommt zu uns, unsere Mutation ist besser als die da. Naja, dafür gibt es dann aber auch nur ein oder zwei Impfstoffe und das hilft wieder gegen alles. Ja, das ist ein anderes Thema. Also mit dem Impfstoff, da, ich denke, wo war heute eine Meldung? Ich glaube in England, Blutgerinnselgefahr. Ich habe da auch einiges gelesen, also da zum Impfen, ich sage es ja so, drinnen ist es schnell, aber raus kommt es nicht mehr. Und bevor man sich impft, bin ich der Meinung, muss man wissen, was man sich reinlässt. Weil ich hau mir ja auch nicht einfach nur Drogen rein, wenn ich nicht weiß, was das für einen Effekt hat. Oder? Also, Frage, wer bezahlt das Ganze irgendwann mal? Ja, da sind also verschiedene Thesen, dass die Jugend und die Enkel und weiß ich, wer alles das bezahlen muss in Zukunft. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben jetzt drei Generationen. Ne? Mhm. Ich glaube, die drei Generationen haben das bereits bezahlt. Das war also, ist bestimmt Geld von den Einnahmen, von den florierenden Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Generationen erwirtschaftet haben. Und was man jetzt aufpassen muss, ist, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt und eine Covid-Steuer macht. Wir haben seit 1887 X Steuern, ich gebe dir das dann noch mit, ich habe eine Dokumentation, habe ich das rausgelassen, hat mich interessiert. Es sind X Steuern entstanden und es ist keine einzige Steuer weggefallen. Obwohl immer versprochen wurde, wenn die Steuer angenommen wird, dann löst das die ab. Also die Bundessteuer kam vor dem Zweiten Weltkrieg, Nach dem Zweiten Weltkrieg, um das zu bezahlen. Ja. Wir bezahlen sie immer noch, jetzt ist einfach die Bundessteuer, aber man weiß nicht, dass man sie wegen dem Zweiten Weltkrieg eingeführt hat. Da gibt es noch viel mehr solche. Ja, ich habe die Dokumentation, aber ich gebe die eine mit. Eine Frage, Alkoholsteuer oder was war das?
Ja, das war. Der Kaiser in Deutschland hat auch so eine Steuer erfunden, ja, und die ist immer noch da. Es gab die Alkoholsteuer, die Warenumsatzsteuer oder Luxussteuer gab es, und die ist dann weggefallen. Das ist eine von den wenigen, die weggefallen ist. Das heißt, man bezahlt für den, wenn man ein Luxusauto hat, keine Steuer mehr. Ist das, für das ist jetzt wieder in der Verkehrssteuer und in dem integriert. Ah, die wurde anders gebaut. Das wird einfach umgetauft. Es ist genauso mit den Gebühren, haben wir das gleiche Problem. Wir bezahlen x Gebühren für dies und jenes, zum Beispiel Abfallgebühr. Hm. Ich bezahle meine Abfallgebühr für den Haushalt, wo ich zu Hause bin. Ich bezahle aber trotzdem gleich viel, noch einmal im Betrieb. Das Gleiche machen die Mitarbeiter. Sie bezahlen die Abfallgebühr zu Hause, aber wir als Betrieb bezahlen für den Mitarbeiter, der hier arbeitet, die gleiche Gebühr noch einmal. Jetzt haben wir aber 6 Monate zu. Bezahlst du die trotzdem? Bis jetzt war es so. Nein. Abfallgebühr, obwohl, sag mal so, du produzierst ja relativ wenig Abfall, wenn du zu hast. Und du bezahlst sie trotzdem? Bis jetzt, ja. Es ist noch keiner auf die Idee gekommen. Ich habe jetzt eine Sitzung mit diesen Leuten und da werde ich das aufs Tapet bringen, sein. Das kannst du doch nicht sagen. Also die Rechnungen werden automatisch verschickt, du musst bezahlen, musst. Aber wenn es darum geht, das Geld zur Verfügung stellen, dann... Dann gibt es Paragraphen und Vorschriften. Das ist genau das Gleiche. Wir haben jetzt eine Steuerrechnung bekommen mit dem Einkommen, was wir 19 abgeredet haben. Mhm. Weil die Vorsteuer 21. Ne? Weil 20 ist ja noch nicht abgeschlossen. Ne? Im Januar kommt die Steuer aufgrund des Einkommens von 19. Vom guten 19 bezahlst du jetzt fürs 21. Bis 20. Und man redet noch nicht, was du um 20 verdient oder verloren hast. Ja. Oder? Und das Ganze, wir haben jetzt zum Beispiel auch verschiedene Sektionen, haben jetzt der Regierung auch geschrieben. Und dann kam große Antwort zurück, oder, wie viel sie bezahlen muss. Von diesen 30% war mal die Rede von 50%, im Moment ist die Rede von 75%, von diesen 30%, die wir eigentlich unbedingt haben müssen. Ja. Zum Kostenabdecken, die wir effektiv haben. Da steht aber ganz toll drin, von diesen 30% sind wir bereit, 50% zu bezahlen. Sollten Sie dann weitere Forderungen stellen oder haben, müssen Sie das wieder eingeben und wieder neue Formulare haben, insofern die Mittel dann langen. Meine Güte. Also. Wortlaut, ja. Und das hat mich echt enttäuscht, dass ein Regierungsrat in einem Brief das überhaupt kann beantworten. Ich kann das heute rausnehmen und auf die Steuererklärung draufkleben und sagen, Sie sehen in diesem Absatz, die Mittel lang reichen nicht. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Wie können die normalen Menschen, die Gäste, die du hattest, die, egal wer, deine Gäste allgemein, wie können die euch helfen? Hast du da eine Vorstellung? Was kann ich als normaler Konsument machen, wie kann ich helfen? Also, wie gesagt, es geht eigentlich nur in dem, dass die Gäste uns wieder besuchen, dass die Konsumation wieder laufen lässt. Und vor allem ist es für die Mitarbeiter wichtig. Es kann nicht sein, dass man dann sagt, ja, nein, jetzt habe ich Angst, jetzt gehe ich gar nicht mehr raus. Mhm. Sondern, dass es, wenn die Möglichkeit besteht, die Konsumenten sicher sind, aufgrund der Vorschriften und Maßnahmen, die wir treffen, dass sie uns wieder besuchen und also so wie das Ganze ein bisschen gelockert wird, dass die Gäste auch sagen, okay, komm, jetzt unterstützen wir euch, wir gehen wieder. Denn ich habe ja schon mal gesagt, uns ist nicht das Geld wichtig, was wir vom Staat bekommen. Das ist für uns uninteressant. Das brauchen wir nur, sodass wir nicht überhaupt schließen müssen. Dass wir sagen, das ist aus. Wir können gar nicht mehr öffnen. Also ihr habt momentan eigentlich entweder die Schlinge im Hals oder das Messer im Hals, aber eins von beiden macht irgendwann so und dann. Ja, irgendwann geht es. Es geht darum, einfach, dass man da ruhig hat und wieder arbeiten kann. Damit wir überhaupt eine Plattform haben, um überhaupt da weitermachen können. Ja. Hast du bestimmte Forderungen, Ideen, die die Politik umsetzen soll? Das heißt, Ideen, ich sage jetzt mal, wie kann man möglichst schnell und effizient jetzt reagieren? Ich meine, der Bundesrat hat jetzt ein Jahr lang kennt der Covid und ja, wir wurden total überrascht. Und jedes Mal, am Anfang sind sie überrascht worden, wir auch,
dann kennt man das Ganze, dann beschäftigen sie sich damit. Aber ich habe das Gefühl, wir treten immer noch am gleichen Ort. Das ja, es hat sich im Prinzip hat es gar nicht verbessert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Zahlen sehen, wo auch die Läden zu waren, wir sind bis auf einen gewissen Plafond immer gekommen mit den Zahlen. Aber wir sind nicht mehr runtergekommen. Es stagniert sich. Mhm. Oder? Und das muss doch auch ein Bundesrat oder ein Virologe irgendwann merken, dass das ja nicht der richtige Weg ist. Man muss doch der Tatsache ins Auge sehen und sagen, Moment, das stimmt irgendwo anders nicht. Das ist klar. Mit den Verboten, die Jungen, die sitzen hier nicht 5 Monate zu Hause. Ja. Die wollen raus, die wollen Kontakte, die wollen sozialen Kontakt. Ja. Die treffen sich privat. Oder? Und irgendwann wird es illegal und dann gibt es wieder Ärger. Und ja. Ich sage mal so, kein Schutzkonzept, was auch immer verlangt wird. Und es ist ja genau, jetzt sagt man, du kannst mit 15 Personen kannst du auf der Straße oder im Wald kannst du dich treffen. 4 Personen mit Abstand und Vorschriften, die wir haben, da können sich bei uns auf der Terrasse nicht treffen. Traurig. Ist unmöglich. Weil wenn man zum Beispiel schaut, die Vorschriften, die wir jetzt haben oder bis jetzt gehabt haben, du musst sogar ein Pissoir musst du abkleben, dass ja nicht 2 Personen nebeneinander stehen. Ja, das sieht man auch in jeder Raststätte. Da ist tak, tak, tak und dann damit. Ja, also man hat ja alles gemacht, um diese Kontakte zu unterbinden. Mhm. Und trotzdem sind wir eigentlich die Prügelknappen der Nation. Ja. Und ich habe irgendwo gesehen, Prozentsatz kennst du besser. Welcher Prozentsatz in dem ganzen Ansteckungsszenario ist in den Restaurants? Also laut Bekanntgabe, was wir kennen von Gastro Suisse, sind 2%. Also 2% von allen Ansteckungen sind, und da war es offen. Da war es voll offen, ohne Schutzkonzept. Mit Schutzkonzept. Okay. Oder man hat ja auch den QR-Code und alles hat man installiert, man hat ja wirklich alles gemacht. Mhm. Also wir können ja auch nicht dafür, dass das Contact Tracing nachher nicht funktioniert. Ja. Obwohl sie diesen Apparat aufgeblasen haben. Von dem hörst du jetzt überhaupt nichts mehr. Nein. Verschiedene Geschäfte halten sich mit Takeaway über Wasser, damit sie wenigstens irgendwas machen können. Es macht natürlich alles Takeaway und Lieferdienst und so. Ist das ein Strohhalm, an dem man sich hält, damit man irgendwas noch in die Kasse reinbekommt? Ja, das ist ja so eher ein Schnittlochhalm. So einfach. Also bei uns, wir haben das so folgendermaßen gemacht, dass wir einigermaßen diese wirklich, wir haben 3 verschiedene Familien, die betagt sind, denen liefern wir die Ware und ganz wenige Leute nehmen von diesem Takeaway Gebrauch. Also aber du machst trotzdem Küche auf, du kochst und so, nicht die Menge, aber du hast alles im Betrieb, ja, für ein paar Winter. Das sind so zwischen 12 und 22, so variiert das. Sagen wir mal 20 Essen, wie im Verhältnis, wie viel lässt du sonst raus? Je nach Zeit und Saison zwischen 140 und 180 am Mittag. Also da kann man sich selber ausrechnen, ja, das Ganze macht. Und das ist nur das Essen, noch nicht mal Getränke. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch Barbetriebe, die können null mit Takeaway anfangen. Wer macht schon in einer Bar die Drinks und kann sie mitgeben, das fehlt dann überall, oder? Ja, also bei der Bar, und das ist natürlich der Bars. Ich kenne Bars, die haben sogar Schutzkonzepte gehabt, da hat es funktioniert. Bei einem Dosing ist es schwieriger, da wird es eine Vermischung durch Anballung der Leute geben. Aber auch da könnte man sagen, okay, die werden auch zu 100% entschädigt für das. Mhm. Die haben ja auch nicht den Personalaufwand, den wir haben. Da hätte man dann viel mehr können, und zwar sofort, ohne dass man nur als Bittsteller dastehen muss. Mhm. Ihr habt jetzt jahrelang das Ganze unterstützt, gut gemacht und so, und jetzt muss man noch Bittsteller da sein, damit man überleben darf. Ja, das ist eigentlich traurig. Also dann sieht es jetzt so aus, als haben alle eigentlich, ich sag mal so, das Messer am Hals, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. In Italien gab es die Situation, 50.000 Wirte haben gesagt, so, Schluss, wir machen jetzt auf, die Gäste sind rein und wenn da Polizeistreife kam, dann haben sie gesagt, raus, wir haben. Sie sind auch gegangen und darauf gab es Lockerungen. Kann man sich so etwas in der Schweiz vorstellen? Denke nicht, nein. Denke, es wäre auch nicht in Ordnung. Wir haben diese Auflagen und wir sollten uns daran halten. Das Problem, was wir sehen, war natürlich schon auch bei dieser Demonstration,
das Nicht-Masken tragen, da kommt natürlich sofort der Gedanke von der anderen Seite und sagt, Sisk, genau wegen diesen Leuten können wir nicht öffnen. Okay. Oder das ist... Was ich an Masken trage, bemängle, ist Folgendes. Ich trage eine Maske und ich schütze dich. Du tragst keine Maske und du schützt mich nicht. Also, das Virus geht hier nicht raus, ich schütze dich, ja, und da rein kommt es nicht. Also, das ist etwas, da habe ich meine Mühe. Ich kann Ängste verstehen, egal wer. Aber wenn jemand so Angst hat, dann wäre es doch eigentlich einfach, ich nehme eine Maske so und die andere so. Und der, der frei atmen will und kann, das sollte freiwillig sein. Das ist das, was ich meine. Ja. Weil man kann, man zeigt schnell auf, du bist ein Maskenträger, Angst, 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 du bist ein Verschwörungstheoretiker, ein Corona-Leugner und so. Da wird man untereinander aufgerieben. Oder? Wenn man sagt, wegen diesen Leuten darf man nicht aufmachen, dann muss ich mich fragen, in Deutschland gab es ja größere Demonstrationen ohne Masken. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dieser ganze Kontakt, das ist ja so, da müssen, weiß ich wie viele, zigtausende angesteckt worden sein, krank sein, tot sein, was auch immer. Da stimmt das Verhältnis auch nicht. Darum habe ich so ein gemischtes Gefühl zum Maskentragen. Also ich meine, das Ganze sollte ja eigentlich schon lange wieder in einer Selbstverantwortung übergehen. Mhm. Also ich trage zum Beispiel eine Maske, wenn ich bei mir ins Büro gehe, in den Lift steige. Aber hast du mehrere Leute im Büro oder bist du alleine? Nur im Lift. Wenn ich mit dem Lift fahre, trage ich eine Maske. Weil da ist effektiv ein kleiner Raum, da sind 5 Ärzte. Ich weiß ja nicht, wer, mit was der zum Arzt geht. Ja. Da habe ich das Gefühl, okay, da kann ich mich schützen. Weil da ist ja, kann es sein, dass so etwas rumfliegt. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Das fliegt im Lift rum und es wird uns eingepredigt, ich schütze dich. Jetzt bist du in dem Lift drinnen, du hast die Maske an, du schützt, ich sag mal, den Lift, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Normal ist es so, ich schütze mich mit einer Maske. Ja. Wenn man vom Sex redet mit einem Präservativ, dann schütze ich beide. Eventuell, wenn es funktioniert. Also du hast einen Lebensretter, der gelocht hat. Genau, okay. Nee, du weißt, was ich meine, ja, oder? Ja, ja. Das ist so ein... Ich meine, es ist natürlich eine Diskrepanz, dass man zuerst sagt, die Maske nützt nichts und nachher sollte man die Maske tragen. Und da ist die große Unsicherheit entstanden vom Ganzen eigentlich. Und das Nächste, was kommt, das in Deutschland? FFP2-Masken. Ich weiß nicht, ob die bei uns dann auch irgendwann kommen, aber dann heißt es jetzt, ja, die anderen haben nützen nichts. Jetzt brauchen wir FFP2-Maske. Wenn ich mir vorstelle, die ganze, ein halbes Jahr trägst du die Maske und befolgst alles und dann heißt es einfach, du, hilft nichts, du warst die ganze Zeit, ich sag mal, in Todesgefahr, was auch immer. Ja. Ich käme mir da leicht ver... Appled vor. Appled tönt besser als verarscht. Ja, aber das sind so Sachen, die verstehe ich nicht und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, sind wir hier bei der versteckten Kamera? Wann kommt jemand und sagt, hey, das war ein Scherz? Ja, ja. Nein, es ist also, leider ist eine Situation, die wir nicht so schnell in den Griff bekommen werden. Wir werden noch lange mit Schutzmaßnahmen arbeiten müssen. Ja, das denke ich auch. Und irgendwann mal sollte es schnell gehen mit der Impferei. Jetzt sagen die, okay, du darfst aufmachen und nur noch geimpfte Leute reinmachen. Nein, das unterstütze ich in keinem Fall, denn auch das soll jeder in seine Selbstverantwortung haben. Es kann nicht sein, dass ich, wenn ich geimpft bin, dich schütze. Das sind illusorische Geschichten. Das ist wieder dasselbe wie mit der Maske. Das ist so einfach irgendwie schräg. Wir haben auch alle 100 Jahre eine Epidemie gehabt. Ne? Ja. Genau 100 Jahre jedes Mal. Seltsame Zufälle. Die Viren wissen, wann die Zeit abgelaufen ist. Und jetzt geht es wieder. Jetzt geht man wieder los. Dazwischen gibt es ein bisschen Krankheiten und dann geht es wieder in die Epidemie. Tja, ich habe an und für sich keine Fragen mehr. Hast du, doch, eine habe ich noch. Der Rudi Weber hat gesagt, dass die alle Menschen ihren Politiker schreiben sollen. Sie sollen ihnen erklären, hey, das ist das Problem, das ist das Problem, dass die Politiker einmal
das Volks, wie sagt man denn? Ja. Das, was von unten auf, dass sie das sehen und nicht nur das, was auf ihrer Etage geredet wird und so, dass sie das mitbekommen, dass sie wieder Volksnähe bekommen. Denkst du, das würde helfen? Nein. Nein. Wir haben das versucht mit Gastro Suisse, hat einen Aufruf gehabt, also gemacht, und wir haben da einen Brief direkt an den Bundesrat geschickt, und zwar betriebsweise, mit Unterschriften der Mitarbeiter, schön abgefasst, Antwort keine. Die übergehen das, denn sie haben auch keine Einbußen in ihren Einkommen. Sie können uns sagen, 30% von diesen 30 können wir auch nur 50% streichen. Ich möchte mal schauen, wenn einer von diesen 30% weniger Lohn hätte. Wäre vielleicht auch noch interessant. Das wäre cool. Nur so als Experiment mal. Das mit dem Bundesrat. Und jetzt habe ich den Rat verloren wieder. Ich bin ja mit dem Bundesrat, wo die 30% sollst du. Ja. Im Bundesrat habe ich noch, ist noch was, das finde ich faszinierend. Bundesrat hat da ja ein Restaurant im Dings. Und in dem Augenblick, wo die Restaurants zugemacht haben, war das eine Betriebskantine. Ja. Kannst du das hier nicht auch machen? Nein, das geht leider nicht. Hast du keinen Betrieb? Es, oder es, was? Ist, es ist auch so, dass er mit dem Bürzer, dem Bürzer die Möglichkeit geben, da etwas zu konsumieren. Brauchst du die Bewilligung, muss der Arbeitgeber dieser Firma anmelden. Da muss das Formular da sein, dass er angemeldet ist, also es wird kontrolliert, ob alles das stimmt. Das hat alles noch keinen Sinn. Das sind einfach querulantische Eingriffe. Entweder machst du auf oder lässt du zu. Es geht mir jetzt nur darum, dass ich es verstehe, weil in die Bundesratskantine wurde ja, also Bundesratrestaurant war es so schnell in eine Kantine umgewandelt. Ja. Ich wollte einfach mal fragen, ist das bei dir auch möglich? Aber in dem Fall der Aufwand und das ganze die Bewilligungsverfahren, keine Chance, und rechnet sich zum Schluss auf. Ja, nein, die Auflage ist ja, dass in den Kantinen selbst nur die Leute, die effektiv tangiert sind. Mhm. Also wenn ich jetzt Hamilton nehme, der hat eine Betriebskantine, die Leute können sich da verpflegen. Also nehmen wir daneben ein Kaufhaus, oder? Ja. All die dürfen bei dir essen, dann, aber nur die. Dann kannst du nicht sagen, von dem Kaufhaus, da wärst du auch noch die Kantine. Nein. Das geht nicht. Ja, das geht, will schon gehen. Nur braucht es die Bereitschaft vom Botti zum Beispiel. Mhm. Der muss eine Liste abgeben und sagt, hier und die Leute kommen zu dir essen. Und dann, es muss pro Tag muss die Liste da sein, wer zu dir zum Essen kommt, wenn er angemeldet ist. Ah, auch noch mit Anmeldung. Ja. Nur mit Anmeldung. Oh. Na gut, dann ist schon alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Hast du etwas, was du noch, was du von dir aus sagen möchtest? Ich glaube, ich habe sowieso schon zu viel gesagt. Zu viel gesagt. Schneiden wir ein bisschen was raus, aber das ist kein Thema. In dem Fall, ich danke dir vielmals und für alle Zuschauer. Sollte es irgendwo aufgehen, irgendwann, das ist auch noch was. Dann, ja, am 15., am 22., am 28., da wird immer irgendwie noch rausgeschoben. Sieht man schon ein Ende, oder? Also ich habe mal die These aufgestellt, dass am 19., also jetzt am 12., haben Sie als morgen haben Sie eine Sitzung. Mhm. Dann geht ja wieder eine Vernehmlassung oder eine Resolution raus. Und dann wird am 19. entschieden. Und dann wird das so sein, weil von 19 bis 22 ist ja die Zeit zu kurz. Ja. Entweder sie machen es dann tatsächlich, um uns nochmal veräppeln, denn in 3 Tagen ist das lustig, wenn man einen größeren Betrieb öffnen muss. Und ich denke eher, dass es der 1. April ist, und am 1. April wird Herr Berse sagen, es war ja doch ein Scherz, wir machen es am 15. auf. Und das ist dann langsam Ostern so? Ja, vorbei. Vorbei, ja genau. Okay, dann hoffe ich innig, dass ihr möglichst bald wieder aufmachen könnt, und an alle Zuschauer, unterstützt eure lokalen Restaurants, Betriebe. Und wenn ihr in Chur seid, Restaurant Rätushof beim Alexanderplatz. Alexanderplatz. Der Horst ist noch hier, solange es noch geht. Ha? Solange möglich. Solange wie möglich. Ich danke dir vielmals. Danke dir, Werner, und hoffe, dass alle Gastrobetriebe, meine Kollegen, ebenfalls die Kraft haben, weiterzumachen.